Hallo Leute, hier ist wieder euer Verteiler-Chief mit einer neuen Folge Let's Play O-Ton. Wir spielen wieder Uncharted 3 auf der PlayStation 3 und ja, beim letzten Mal haben wir uns ja hier so ein bisschen durch diese Festung gekämpft und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Ganze eventuell ein bisschen vorsichtiger und leiser angehen können. Es ist mit Sicherheit nicht ganz einfach, aber auch nicht unmöglich. So, sollen wir mal gucken. Können wir den Kerl hier grapschen? Genau, bäms, voll gegen die Mauer gezonkt. Hervorragend. So, dann muss ich mich mal überlegen, wie das denn hier weiterging. Ich glaube, dass ich es nicht weiß. Warte mal ab, bis der Kerl da weg ist. Ja, jetzt mal hier nochmal in Deckung gehen. Das Deckungssystem ist Gott sei Dank relativ einfach gehalten. Der müsste uns eigentlich sehen, aber keep a lookout while I search the area. Scheiße. Das war unangenehm. Ich hoffe, dass er auf demselben Weg jetzt wieder zurückkommt, ansonsten bin ich echt im Arsch. Ja. Hervorragend. Entschuldigung. Ja, auch das war's dann schon wieder mit Stealth. Und deswegen machen wir jetzt mal hier ein bisschen Party. Party Hardcore natürlich. Das ist ja wohl klar. Who is shooting at me? So, mein Freund. No. Oh, Scheiße. Wir haben ja wohl einen Arsch offen hier. Ja, schnell weg. Ganz schnell weg. So, oh nein, wo ist denn... Verdammt. So. Aha, genau die wollte ich haben. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn hier mein schönes Gewehr hin? So. Ja, das sind die gepanzerten Jungs. Die sind extrem unangenehm. Die schleppen nämlich immer eine Shotgun mit sich herum. Und ja. Man merkt ja, ne, wenn die nah an einen rankommen, ist es meistens schnell vorbei. Fuck. Ey, voll das Kreuzfeuer hier. Nicht zum Aushalten. Wer zum Geier? So. Ich habe schon wieder keine Munition, ne? Bedauerlich. Na, komm her. Das war sehr intelligent, was du gemacht hast. Mann. Ach, da kommt direkt der Nächste. Das ist ja praktisch. Und tschüss. Was haben die denn da für komisches Zeug an den, an ihren Jacketts oder was auch immer? So. Ja, so eine Schrotflinte kann man vielleicht gebrauchen. Wow. Alter. So, mein Freund. Und tschüss. Adios, Muchacho. Ja. Gut. Schön ist anders. Aber danach haben wir ja auch nicht gefragt. So. Nachdem wir dann jetzt hier die ganzen Deppen gelegt haben, bin ich gerade im Überlegen. Nein, ich glaube, jetzt ist hier noch nichts versteckt. Genau, aber eigentlich wollten wir ja da hoch.
Man kriegt das Ganze tatsächlich auch so hin, dass man halt nicht irgendwie hier wild um sich herum ballern muss. Aber naja, wie dem halt so ist. Der Come on, this Vorführeffekt. way. You got it. Manchmal klappt's halt nicht so. Oh. Oh. This is a... Yes. Oh. I know it couldn't be that simple. Wait. It wasn't a storage room 1,000 years ago. Man weiß das nicht so ganz genau. We are missing something. Hey, hold on. The statues, you see? One hand up, one hand down. Yeah. Look, above, below. It's the same theme again and again. So, just another breadcrumb on the trail? Oh, it certainly looks that way. Let me see the scope again. Yeah, sure. Thanks. So. Ja, so. Jetzt müssen wir irgendwie so ein komisches Symbol finden. Ja. Also. Hey. Here's that symbol again. Zack. Yeah, maybe it's not in the sky this time, but down below somewhere. Aha. Wait. Yeah, there. Da unten. As below, so above? Yeah. All right. So now move the scope upward. What do you see? Ich sehe Kram. Yeah. Ah. Those pillars. That's gotta be it. All right. Let's get over there and check it out. Yeah, we'll meet up with Sully and Chloe on the way. They're over there! Shit! They spotted us! Come on, Charlie, we can't stay pinned down here! We gotta move! Oh, crap. Oh, so. Shit! Where did that come from? Hey, it's Sully! Der Sully, der ist ja am Rumballern. Oh, oh. Ja, das war natürlich ein äußerst gelungener Fehlschlag, die Granate zu werfen. Jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht eine werfen können. Das war wohl nichts. Aber wir kriegen Gesellschaft. Jawoll! Ey, was für eine Drecksau. So, mein Freund, hier, friss mal die Granate. Genau die. Ah, nein. Ja, das ist natürlich eine etwas unangenehme Stelle. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Am besten erstmal hier abzischen. Denn das scheint mir irgendwie nicht so eine geile Stelle zu sein, wo man die ganze Zeit drin verharren möchte. So, mal gucken, ob wir uns hier vielleicht irgendwie so ein bisschen in Sicherheit bringen können. Na, hier haben wir zumindest mal für ein paar Sekunden Ruhe. Na komm. So, den haben wir. Den haben wir auch. Sehr gut. Aber jetzt müssen wir uns... Wow. Alter. Was zum Geier? Wie hat er den gekillt? Ach so, das ist ja der Cutter. Ah, mein Gott, ey, immer diese Glatzköpfe, ne? Unglaublich. Kuckuck. So. Ist jetzt Ruhe hier? Nee, natürlich nicht. Ach Gott, ey, wenn es draußen nicht so scheiße sonnig wäre, dann würde ich vielleicht auch sehen, was ich hier mache.
Ja, dann muss ich mich ganz im Stil von Drake hier so ein bisschen durchfummeln. Zack. So. Mal ein bisschen Munition hier einsacken. Ach, guck mal hier. Hier ist er noch einer. Komm, hier, Beef. Das muss wehgetan haben. Haha. Yep. Meine Güte. Oh mein Freund. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir die rausgehobelt bekommen. Ah, zack. Sauber. There. We can get to the pillars from that tower. So. Endlich Ruhe. Meine Güte. Ja, was ein Kampf. Kann man auch ein bisschen geschickter machen, mit ein bisschen mehr Übersicht und Taktik. Aber an sich ist es ja auch ganz witzig, wenn das hier so ein Chaos ist. Gotta meet up with those guys. So. Ich mich jetzt recht entsinne. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Ah, jetzt. Nee. Das sind die Magnums von denen. Yeah, still in one piece anyway. Come on, I think we're onto something. So, war das irgendwo hier vielleicht? Nee. Nee, da auch nicht. Verdammt, aber irgendwo war das doch. So. Sorry, aber das gehe ich jetzt mal gerade suchen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier irgendwo war. Ah, ja. Perfekt. Genau in der Ecke. Voll dran vorbeigelaufen. Das ist ein bisschen fies. Kann man ganz leicht übersehen. So. Und jetzt, genau, hier sind Chloe und Sully. Wieder und da sind wir auch schon bei den Säulen. Alright, the crypt entrance should be here someplace. Well, what does Lawrence have to say about it? He doesn't. This is as far as he got. Well, what are our chances then? Symbolically, two pillars are used to mark a gateway. Swell. Which two? And a gateway to what? Well, another realm, a holy place, a place of initiation. Oh, doesn't that sound like fun? Ja, also offensichtlich müssen wir hier irgendwie so ein bisschen rumsuchen. Hey, maybe around the corner. Ah, ich bin ja schon dabei. Ah, die Stelle ist so ein bisschen ätzend für die Leute, die das schon kennen. Denn, wenn man sich die Symbole mal anguckt, hier, eins zeigt nach unten, eins zeigt nach oben, so above, so below, dann müsste man ja eigentlich hier irgendwie was suchen. Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie dauert das immer so ein bisschen, weil man wartet nämlich hier auf die Interaktion von den Mitspielern. Ja? Ah, okay. Ja, ach so. Okay. Ach, da ist ja der Talbot. No. Was zum Geier? Give it to me. Good. Okay, der hat den scheinbar irgendwie vergiftet. Thank you. Don't trust Drake. How's Charlie? Who knows?
No, no, no. Shit. He's gone. How in the world? Hey, Charlie, you okay? Was zum Geier? Huh? Charlie? What the hell? Look at this. Man, what kind of Black Ops bullshit is this? Let's just hope he didn't have a big dose. Oh, no, 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 no. Oh, shit. Easy now. Look at me. Charlie, right here. Well, we gotta move now, okay? Just don't touch me. Get away from me. All right, all right. No one's touching you, Charlie. What the hell was in that dart? Your face is peeling off. Well, whatever Ozzy's tripping balls. Charlie, listen. Hey, you're okay. I won't let you take me. Hey, nobody's taking you anywhere. Just come with us, okay? Yeah. Oh, no. The floor's melting. Okay. We can't stay here. We gotta move. Schön, meine Dosis Acid. Our only hope is to find the crypt entrance. Great. Any ideas? Well, Charlie was onto something. I just don't know what. The wand of the magician. Oh, man. Without his journal, we're never gonna find it. Just let me think. All right. Hermetic. From the Greek Hermes, meaning pillar. I think we got that part. Is that seven pillars of wisdom? Between mercy and severity. Wait. Wait, we've got this all wrong. It isn't the space between the pillars. Yes. It's the middle pillar. Balance. What? It was in Charlie's book. Know. The pillar of balance between the two extremes. Between black and white, water and fire. Yeah. Female and male. The middle way. The middle way. Okay. Ja. An der Stelle machen wir einfach mal Schluss und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie es denn hier weitergeht und ob wir denn den Eingang jetzt finden oder nicht. Also in diesem Sinne dranbleiben.